Hallo liebe Fotofreunde, hier ist der Mike. Willkommen zu den neuen Foto-News, heute vom 8.6.22. Ich nehme das Video schon zum zweiten Mal auf, denn ich habe die News schon einmal eingesprochen, habe dann gemerkt, dass die Kamera nicht an war. Ätzend, aber egal. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und heute habe ich wieder ein paar neue Neuigkeiten für euch aus dem Fotografiemarkt für euch. Wir fangen mal an und zwar gibt es Capture One ab dem 28. Juni auch für das iPad und es soll $5 im Monat kosten. Mittlerweile, glaube ich, gibt es für alles ein Abo-Modell, was ich echt ziemlich ätzend finde. Denn ja, ich bin eigentlich auch eher ein Fan davon, mir Software zu kaufen vielleicht und dann quasi auch dafür einmal zu bezahlen, das ist okay. Aber dieses permanente Abgebuche monatlich mit diesen Abos, also finde ich ein bisschen heftig, ganz ehrlich gesagt. Und ja, es sind nur $5 im Monat, aber naja, whatever, wir können es nicht ändern. Jedenfalls, wenn ihr schon Capture One User seid, könnt ihr es jetzt nutzen. Das heißt, ihr könnt auch zukünftig einfach, wenn ihr vielleicht zu Hause ein kleines Home-Studio habt, könnt ihr die Kamera auch zukünftig einfach ans iPad anschließen und könnt dann quasi über Capture One sozusagen eure Bilder gleich sichten und könnt die quasi auch dann beurteilen. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Am Objektivmarkt tut sich einiges, zumindest bei Sony. Und zwar gibt es für Sony E- und L-Mount das neue Sigma 16 bis 28 mm Blende 2.8. Es soll ein sehr, sehr gutes Landschaftsfotografie-Objektiv sein. Ja, ist klar. Also ne, bei der Brennweite müssen wir, glaube ich, nichts sagen. Soll 450 Gramm wiegen und es gibt es ab 899 Euro, was ich schon, das ist schon eine Hausnummer auf jeden Fall. Als Pendant dazu würde ich euch empfehlen, was ich auch nutze, das Tamron 17 bis 28 mm. Ich packe euch beide Links mal in die Videobeschreibung unten rein, müsst ihr mal schauen, was für euch eher in Frage kommt. Also ich bin mit meinem Tamron sehr zufrieden. Das wäre jetzt quasi das Pendant dazu. Von Sigma. Auch Sigma habe ich am Anfang meiner Fotografie Zeit mal getestet, war auch sehr zufrieden damit. Gerade Festbrennweiten habe ich damals viel getestet von Sigma. Also müsst ihr für euch mal schauen. Ich glaube, die beiden nehmen sich wirklich nicht viel, auch von der Auflösung her, auch von der Grammanzahl her, also wie schwer sie sind. Und beide haben halt Blende 2.8, also perfekt für die Nachtfotografie, für Sternfotografie, Milchstraße etc. etc. Sony bringt ein neues Objektiv raus, und zwar das Sony 11mm f1.8 und das 15mm f1.4G. Beides Festbrennweiten. Ich glaube, Sony will jetzt versuchen, so ein bisschen den Nischenmarkt auch mit abzugreifen. Anders kann ich mir die beiden Brennweiten hier nämlich nicht vorstellen, denn eine 11mm und 15mm Brennweite ist für mich so, naja, weder Fisch noch Fleisch in meinen Augen tatsächlich. Also ich finde es ein bisschen schwierig, zumal die beiden auch so um die $750 kosten wollen pro Stück. Also der Straßenpreis wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen nach unten einpegeln. Aber ich glaube, es ist so, naja, ich weiß auch nicht. Also wenn ich jetzt ambitionierter Fotograf bin und mache halt nur Milchstraße, nur Landschaften, ja gut, dann sind die 11mm auf jeden Fall cool. Und ich bin halt nur weitwinklig unterwegs, auch keine Frage. Kann man mögen, muss man nicht mögen, ist halt die Frage. Von daher weiß ich nicht so richtig, warum das jetzt in dieser G-Serie gelandet ist. Kann ich nicht so richtig beurteilen. Deswegen, also müsst ihr für euch selber entscheiden. Es gibt auf jeden Fall einen Rückblick dazu von DPR Review. Den Link dazu packe ich auch wie immer in die Videobeschreibung. Nochmal Sony, und zwar das neue Sony 10 bis 20 mm F4 PC, auch eine G-Lens, aber für APS-C-Kameras. Und hier muss ich auch tatsächlich sagen, 850 Euro für eine APS-C-Kamera, okay, 10 bis 20 mm F4, boah, weiß ich nicht, also ist, glaube ich, ein okayischer Preis in meinen Augen, weil die F4er, sage ich mal, Blenden oder die Objektive mit F4er Blende, die pegeln sich meistens auch in dieser Preiskategorie ein, das ist vollkommen okay. Aber auch hier würde ich mich wieder so fragen, okay, als potenzieller APS-C-User, 10 bis 20 mm, weiß ich nicht, würde ich wahrscheinlich dann eher auf Sigma auch umstellen oder, weiß ich nicht, oder ja, auf Tamron auch irgendwie wahrscheinlich eher gucken, ob ich da irgendwas in der Brennweitenregion finde, weil das doch dann wahrscheinlich wieder günstiger sein wird. Also muss man sich selber die Frage stellen, ob man das damit leben kann, sage ich mal, mit zwei Drittherstellern quasi, die man da nutzen kann. Oder aber sagt, nee, ich bin halt Sony-User, möchte halt auch nur die G-Serie nutzen, die Sony-Objektive nutzen. Natürlich hast du dann auf jeden Fall die Performance von 100%. Die passen zusammen, da musst du dir keine Sorgen machen. Das kann bei anderen Objektiven manchmal nicht der Fall sein. Aber ich denke, das wird sich am Markt, der Preis, ne, der Preis reguliert den Markt. Das ist halt einfach so, muss man für sich selber entscheiden. Ich denke, Sony hat das vorher ganz gut ja, sich überlegt, was sie machen und was sie eben nicht machen. Und von daher muss man einfach schauen, für welchen Markt das hier quasi auch denn da ist. Wir haben zwei Cashback-Aktionen, und zwar Fotokoch bietet bis Ende Juli eine Cashback-Aktion auf die Sony Alpha 7 III, die mich jetzt hier auch gerade filmt. Bin ich sehr zufrieden mit, übrigens mit der Kamera, eine ganz, ganz tolle Kamera, würde ich mir jederzeit wieder kaufen.
Und auch Sony Cybershot-Kameras, 160 Euro gibt es dort Cashback. Müsst ihr mal schauen, ob ihr vielleicht gerade eine Kamera euch kaufen wollt, vielleicht auch eine Sony A7 III kaufen wollt, dann bietet Fotokoch das derzeit an. Ich habe auch keine Kooperation mit Fotokoch, ist einfach nur eine Empfehlung, nur eine Information für euch, also das kurz als Information auch. Auch Canon bietet eine Sommer-Cashback-Aktion an. Da gibt es bis zu 300 Euro, die man sparen kann, also als Cashback. Und zwar beispielsweise auf die Canon EOS R6. Also wenn du liebäugelst, bist vielleicht Canon-User, willst auf die R6 vielleicht umswitchen, neu kaufen, neu anschaffen etc. Dann da mal vorbeischauen. Vielleicht ist da was für dich dabei, wo du einfach ein bisschen Geld sparen kannst. Was tut sich bei mir? Lofoten-Bildband ist im Doing, sage ich mal. Das erste Lektorat ist soweit durch. Jetzt werden noch Anpassungen am Layout gemacht, am Finalen. Ihr habt vielleicht mitbekommen, falls ihr meine Instagram-Stories verfolgt, das Decklid hat sich auch nochmal geändert. Ich bin von einem englischen Titel wieder auf einen deutschen Titel umgeswitcht, weil ich mir verschiedene Meinungen nochmal eingeholt habe, auch von außenstehenden Mitmenschen. Und der Inhalt ist deutsch, deswegen bleiben wir auch bei dem deutschen Titel. Macht natürlich Sinn, gar keine Frage. Ändert aber nichts daran, dass das Buch einfach richtig gut geworden ist, muss ich wirklich sagen. Ich bin kein Mensch, der sich sehr gerne selbst lobt, aber es ist einfach, steckt so viel Herzblut in diesem Buch drin, in diesem Bildband, was, also ich kann nur sagen, die Bilder sind wirklich richtig, richtig gut geworden. Und jetzt ist der nächste Step quasi, dass ich mir Probedrucke schicken lassen werde. Ihr wisst vielleicht selber, Inflation, alles ist teurer geworden, auch der Papier ist teurer geworden. Die Druckereien langen also ordentlich zu. Deswegen muss ich für mich schauen, welche Marge ich bestelle, damit ich nachher nicht vielleicht auf zu vielen sitzen bleibe oder vielleicht zu wenige nur habe. Je nachdem muss ich für mich also einfach schauen, wie ich es nachher preislich einfach kalkulieren kann und auch verkaufen kann. Das Bildband wird auf jeden Fall ein sehr, sehr hochwertiges werden. Ich möchte auf jeden Fall nochmal eine Schippe drauflegen zum ersten Bildband von Island. Und ich denke, das wird nachher so ein Sammlerexemplar auch werden. Das ist zumindest mein Ziel, was ich habe. Also für Menschen, die sagen, okay, ich bin bereit dafür, auch ein bisschen Geld auszugeben für sowas. Da steckt sehr, sehr viel Arbeit drin. Sehr, sehr viel Herzblut steckt auch in die solchen Bildbänden drin. Deswegen, ja, werden wir schauen, wo sich der Preis einpegeln wird. Dazu wird es dann aber demnächst dann nochmal eine entsprechende Information geben. Da gibt es zwei neue Videos online. Und zwar einmal das erste Video ist, welche ist die beste Blende in der Landschaftsfotografie? Könnt ihr gerne mal reinschauen, aufgenommen auf den Lofoten. Und welche Blende ich immer nutze, warum ich sie nutze, das erkläre ich in diesem Video, könnt ihr gerne mal reinschauen. Und das zweite ist, sind wir eigentlich alle Instagram geschädigt? Vielleicht so ein bisschen, denn auch das musste ich auf den Lofoten erleben. Ich hatte quasi eine Vorstellung von einem gewissen Bild, was ich machen wollte. Und als ich vor Ort war, war ich doch sehr ernüchtert tatsächlich. Also es war trotzdem sehr schön, aber es war, naja, irgendwie ein bisschen komisch so. Also deswegen sind wir alle ein bisschen Instagram geschädigt. Hinterfragen wir das vielleicht manchmal gar nicht mehr, diese ganzen Bilder, die wir so jeden Tag irgendwie konsumieren und sehen. Schaut da gerne mal rein. Ich denke, das ist ganz interessant für euch. Dann kommen wir schon zu euren eigenen Instagram-Kanälen. Ich habe mir wieder zwei rausgesucht. Wir sind mittlerweile bei über 8700 Hashtags mit dem Hashtag #HerfurtFoto. Also gerne wieder weiterhin nutzen. Dann kann ich euch auch mal hier erwähnen. Und zwar haben wir heute einmal den Thomas Henkel. Thomas, schönes Foto, und zwar Köln bei Nacht fotografiert. Ich habe Köln auch in meiner Reiseliste hier stehen. Ja, finde ich ganz cool. Und zwar sind das dort die Kranhäuser, die da stehen am Wasser, was ich ziemlich cool finde. Sehen sehr futuristisch auch aus. Ich weiß gar nicht, ob das Wohngebäude sind oder ob es vielleicht nur Gebäude sind für Firmen oder so. Weiß ich nicht, Büroräume oder sowas. Keine Ahnung. Finde ich jedenfalls sehr, sehr schön. Also ganz, ganz toll getroffen. Mach auf jeden Fall weiter so. Hat mir sehr gut gefallen. Und das zweite ist von Trebu 2705 und zwar die Burg Hohenzollern. Und da hat mir sehr gut gefallen der Rahmen mit dem Baum im Vordergrund und natürlich auch die Burg an sich. Burg Hohenzollern habe ich auch schon ganz oft gesehen, finde ich auch super toll. Muss ich auch fotografieren, glaube ich. Und das Bild hier hat mich nochmal so ein bisschen angepiekst. Also vielleicht muss ich das mal so ein bisschen auf meine Deutschlandkarte mit raufschmeißen und mal gucken, dass ich das mit fotografieren kann demnächst. Vielen Dank dafür. Auch ihr könnt mitmachen, einfach Hashtag #HerfurtFoto nutzen, dann sehe ich eure Bilder, kann die hier entsprechend mal vorstellen und dann können wir uns da gerne austauschen und können uns einfach gegenseitig mal so ein bisschen unsere tollen Fotos zeigen, die wir alle so haben. Dann geht es einmal weiter mit dem Gewinner, Gewinnerin. Und zwar habe ich letztes Mal verlost ein Filterset, was ich hier sehr cool finde, was ich auch ein bisschen putzig finde tatsächlich, denn ihr seht hier, haben wir richtig Glas. Von Nisi und zwar ein Filterset für das Smartphone. Und zwar ist es das P1 Smartphone Filterset mit einem Polarfilter, mit einem Polfilter und einem Graufilter dazu und mit einem Clip dazu. Das heißt, du kannst einfach das Ding nehmen, kannst es auf dein Handy rumklipsen und kannst dann
mit einem richtigen Filtersystem Handyfotos machen. Finde ich cool. Ist irgendwie süß, irgendwie so, als wenn das so kleine Hände gebaut haben oder so, wenn es in der Hand hat. Es ist irgendwie witzig. Ja, schade, ich kann es nicht nutzen, weil ich habe ein iPhone 13, da passt es nicht rauf. Sonst hätte ich es gerne weiter selbst genutzt. Aber ja, das habe ich verlost. Und zwar gewonnen hat das heute Ferdinand Fuchs. Herzlichen Glückwunsch. Bitte schickt mir eine E-Mail an moin@mike-herford.de, dann kann ich dir das Set auch zuschicken. Bitte auch daran denken, wirklich eine E-Mail zu schicken. Wenn du es nicht schickst, dann wähle ich einfach wahllos, sage ich mal, aus dem Video den oder die Gewinnerin aus, die quasi am zweiten Stelle sozusagen war, und schick's dann auch dementsprechend auch zu. Also bitte immer melden, wenn ihr was gewonnen habt. Wäre ja schade, wenn das auch entsprechend verfällt. Gut. Gewinn heute ein Buch, ein Fotografiebuch, Feininger, die Hohe Schule der Fotografie, Basiswissen so ein bisschen drin, ist ein Mängelexemplar, sage ich dazu, habe ich selbst auch schon gelesen, ist schon ein bisschen älter, aber so die Grund, sage ich mal, Sachen, die drin stehen, sind doch sehr gut erläutert, muss ich sagen. Einiges ist, naja, wie soll ich sagen, ein bisschen alt schon. Einiges ist aber noch genauso aktuell, wie es schon vor ein paar Jahren war. Also ich glaube, das ist gut zum Haben und zum Lesen auf jeden Fall mal. Und wenn ihr es gewinnen wollt, müsst ihr einfach nur Folgendes machen. Ihr müsst einfach nur Buch als Kommentar unter das Video schreiben und dann könnt ihr an der Verlosung hier teilnehmen. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Ich versende auch nur innerhalb von Deutschland den Gewinn. Vielen Dank. Gut, das war's. Wenn ihr noch Anregungen habt, wenn ihr vielleicht Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr sagt, okay, Mike, pass auf, die Fotonews müssten noch das Thema haben, dann schreibt es gerne mal als Kommentar unter das Video. Ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schicken an moin@mike-herford.de und könnt mir gerne Verbesserungsvorschläge auch mal schicken und sagen, Mensch, okay, das vermisse ich so ein bisschen, das würde ich mir wünschen. Mach doch mal das oder mach doch mal das. Dann kann ich gerne drauf eingehen. Und dann, ja, würde ich es gerne mit aufnehmen und kann die Fotonews natürlich auch nach euren Wünschen, nach euren Interessen natürlich noch ein bisschen mehr anpassen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt schön gesund, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ja, bis zum nächsten Mal, euer Mike, bis bald, ciao, ciao.